Hallo meine lieben Abonnenten, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr reinschaltet wieder auch im Jahr 2021. Ich wünsche euch nachträglich noch ein frohes neues Jahr. Hoffe, ihr seid gut rübergekommen. Mein erstes Video dieses Jahr geht um Outriders, denn das steht ja auch vor unserer Tür. 2. Februar 2021 fängt's an. Und dieser Looter-Shooter wird ja momentan auf YouTube sehr kontrovers diskutiert, falls ihr euch auch schon ein bisschen umgeschaut habt, vielleicht über Weihnachten und Silvester. Es gibt sehr viele Videos, die momentan sich mit Outriders beschäftigen und da auch, wie soll ich sagen, kritisch und vor allem skeptisch sind und Outriders in eine Ecke stellen, also zumindest ist das mein Eindruck, in eine Ecke stellen, die mir jetzt nicht so ganz gut gefällt und wo ich auch sage, meinem Eindruck nach tut man dem Spiel auch ein bisschen Unrecht jetzt vor dem Release, es in so eine Ecke zu stellen. Aber was meine ich damit eigentlich? Es gibt Videos, die zum Beispiel sagen, dass Square Enix in 2020 das Marvel-Spiel auf den Markt gebracht hat und dieses Marvel-Spiel ja eine Enttäuschung war. Für viele zumindest. Und dass sie jetzt deswegen davon ausgehen, weil Square Enix ja auch Outriders rausbringt, dass Outriders genauso eine Enttäuschung wird wie das Marvel-Spiel. Das ist Punkt Nummer 1. Andere Sachen, die man sonst in diversen YouTube-Videos vernehmen kann, sind Aussagen wie, dass das Spiel nichts Besonderes hat, also was das Spiel von anderen Looter-Shootern abheben würde. Das ist eine andere Aussage wiederum, die ich heute besprechen möchte. Und es gibt viele Vergleiche mit Spielen wie The Division, mit Spielen wie Godfall oder auch Destiny vor allem. Und es wird sehr, sehr als generic immer betitelt, als sehr langweilig einfach und es bringt nichts Neues mit. Und der Punkt, warum mir das wichtig ist, in diesem Video heute zu thematisieren, ist ja jener. Outriders ist mit Sicherheit noch vielen unbekannt. Und wenn sie bei YouTube auf die Suche gehen, kommen sie dank dem Algorithmus sehr wahrscheinlich auf die Videos von solchen größeren YouTubern, die derartige Statements von sich geben. Und wenn der Eindruck entsteht, ah ja, das ist halt einfach nur so ein Klon, das ist so ein Copy-Paste-Game, ja, und hat einfach nichts Besonderes, kein USP, kein Alleinstellungsmerkmal, dann werden das viele abschreiben, denke ich mal eher, und werden sagen, ach ja, hole ich hier irgendwann mal dann, ja. Aber wenn ihr auch so seid, dass ihr in diesem Spiel wirklich Potenzial seht und auch darauf hofft, dass es mit dem Spiel weitergeht dann in Zukunft, wenn es richtig gut ist, und ich gehe wirklich stark davon aus, dass es wirklich ein gutes Spiel wird hier. Da auf die Gründe kommen wir da auch noch mal ein bisschen zu sprechen, gleich im Video. Aber dann möchte man ja auch, dass es weitergeht. Ja? Und wenn die Spieler erstmal so sagen, ja, das kaufe ich mir vielleicht dann für 10 Euro in 6 oder 8 Monaten oder sowas, ja, dann wird es natürlich den Eindruck erwecken, als ob das Spiel nicht gut ist. Und es wird keine großen DLCs geben, das ist meine Befürchtung dann. Und das Spiel wird nicht den Support erhalten, den es vielleicht schon verdient hätte. Und ich finde, man sollte so einem Spiel zumindest eine Chance geben. Und den Eindruck, den ich habe bei den Videos, die momentan so produziert werden, ist einfach das, dass Outriders so einen Beigeschmack bekommt. Und dieser Beigeschmack kommt von den YouTubern. Dass es so als Klon und als langweilig und als nichts Besonderes deklassiert wird, sage ich mal so. Und ich finde, nach allem, was ich gesehen habe, nach allem, was ich gelesen habe, das ist ungerechtfertigt und das ist eigentlich, wie soll ich sagen, eine negative Grundeinstellung zu diesem Game. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, OutridersFans.net ist die Community, die ich gerade zu diesem Spiel aufbaue. Und so eine Community baut man auch nicht einfach auf für jedes Spiel, weil da steckt viel Arbeit dahinter. Sondern ich möchte das Spiel für das Spiel aufbauen, weil ich wirklich denke, dass das Spiel großes Potenzial hat und ein Mega-Hit werden könnte. Denn es bringt meiner Ansicht nach durchaus viele Elemente mit, die besonders sind. Und auch diesen Looter-Shooter von anderen Looter-Shootern abgrenzt. Kommen wir doch mal zu dem Punkt, nämlich zu sprechen, dass Outriders nichts Besonderes wäre. Also das Setting von mir aus kann man sagen, es erinnert vielleicht an Destiny, ja? Das ist ja vollkommen gerechtfertigt und auch legitim. Aber ich finde, wie diese Klassen hier, also der Devastator, der Trickster, der Pyromant und der Technomancer, wie sie vom Klassendesign sind, welche Skills sie haben, wie unterschiedlich die Skills unter den Klassen untereinander sind
und wie diese Synergien zustande kommen können durch diese Skills, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Ich finde, das ist schon ein ziemlich großes, hohes Level an Kreativität, was die Entwickler hier reingesteckt haben. Denn dieses schwarze Loch, sage ich mal, vom Devastator zum Beispiel fällt mir da auf. Oder auch diese Wand, mit der man eben diese ganzen Kugeln abfangen kann und dann zurück auf die Feinde schleudern kann. Oder diese Thermal Bomb vom Pyromanten. Den Pyromanten seht ihr jetzt gerade hier im Hintergrund. Und dann in Kombination mit der Fähigkeit Overheat zum Beispiel. Ja. Das finde ich, sind sehr kreative Ansätze, die ich für vielversprechend halte, dass sie auch langfristig mega viel Spaß machen, sei es im Singleplayer und sei es im Multiplayer, weil mega coole Synergien dadurch möglich sind. Gleiches bezogen auf das Heilungssystem, was wir auch schon oft besprochen haben in diversen Videos, was ja eigentlich einen komplett anderen Ansatz verfolgt, wie viele Spiele, mit denen Outriders gerne verglichen wird. Denn wir können bei Remnant from the Ashes Heilkugeln zu uns nehmen, wir können uns bei Division gewissermaßen wieder heilen, wenn wir in Deckung sind. Und wir spielen The Division eigentlich hauptsächlich sowieso nur aus der Deckung. Und bei Destiny und so weiter gibt es ähnlich Sachen, wo man sich wieder heilen kann, wo irgendwelche Orbs droppen und die einen wieder aufladen und so weiter. Bei Outriders ist hier Angriff angesagt, ja? Und man muss Schaden machen, man muss Feinde töten, damit man sich heilt. Und das verfolgt einen sehr aggressiven Spielstil. Und ich habe das bis jetzt bei keinem anderen Looter-Shooter so gesehen, diese Mechanik. Also zu sagen dann, dass Outriders hier nichts Besonderes hat, finde ich irgendwie ein bisschen uninformiert, muss ich sagen. Denn was diese Spielmechanik für eine Auswirkung hat auf das gesamte Gameplay, kann man sich ja kurz ausmalen, wenn man sich das ein bisschen durchspielt, finde ich. Der nächste Punkt, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ist, was den Loot angeht in diesem Spiel. Ein Looter-Shooter, wie der Name schon sagt, hat viel mit Loot zu tun. Also ist es doch wichtig, dass die Bedienung im Interface sehr intuitiv ist. Und alles, was ich bisher sehen konnte bei Outriders, ist dem auch so entwickelt und designt worden. Nämlich, man kann mehrere Dutzende Waffen zum Beispiel in seinem Inventar markieren und allesamt mit einem Klick auseinanderbauen, ja, um das Material und die Rohstoffe rauszuholen. Das war zum Beispiel bei einem Anthem, mit welchem Outriders ja auch gerne verglichen wird, sehr, sehr gerne verglichen wird sogar, war das zum Beispiel nicht der Fall. Da musste man jede einzelne Waffe auseinanderbauen, jedes einzelne mit Tastatur tippen oder so, Rechtsklick lange drücken oder sowas war das, das auseinanderbauen. Das war eine sehr, sehr Fitzelarbeit, das zu machen. Da sieht man hier schon vorab, daraus wurde gelernt und es wurde ein Wert drauf gelegt, dass die Bedienung intuitiv ist. Gleiches gilt, wenn ich es zum Beispiel mit der Division vergleiche. Bei der Division musste man ja, um die Items, um seine Ausrüstung anzusehen, musste man ja in einer Liste einfach runterscrollen, runterscrollen, runterscrollen die ganze Zeit. Ja, und das war ziemlich verschachtelt, das Menü. Und wenn man das hier anguckt bei Outriders, haben wir mehrere Slots nebeneinander, wie eigentlich fast wie in so ein Inventar von, sag ich mal, von einem MMO, ja, wo man eigentlich ziemlich viel auf einen Blick sieht, ohne mega runterscrollen zu müssen, um jedes einzelne Ding einzeln angucken zu müssen. Man hat einen schönen Hover-Effekt, man sieht dann die ganzen Details, aber ich sehe als Überblick, was ich in meinem Inventar habe. Kommen wir zurück aber zu der Sache mit dem Auseinanderbauen. Hier kommen wir nämlich zu einem sehr, sehr speziellen Aspekt und dass die YouTuber, die großen Content Creator das übersehen und sagen, dass Outriders sehr, sehr generisch wäre, finde ich so dermaßen merkwürdig. Nämlich, wenn man die Waffen auseinanderbaut, bekommt man die Mods. Und die Mods spielen eine sehr große Rolle für Outriders, vor allem auch fürs Endgame, aber insgesamt auch, wie man die Klasse ausbaut, wie man die Klasse spielt, die man sich ausgewählt hat, und wie man sie weiterentwickelt, welche Möglichkeiten es da gibt, seinen Spielstil zu verändern, ja, und wie man Schaden macht und so weiter, sind Mods wirklich extrem wichtig und extrem entscheidend. Es gibt Mods, die sind in drei Stufen aufgeteilt, also es gibt drei Klassen von Mods, also drei Wertigkeitsstufen, sage ich mal so, ja, Tier 1, 2 und 3. Und es gibt Mods, die sind generell, das heißt, sie boosten zum Beispiel den kritischen Schaden oder sie ermöglichen Life Leech durch Waffenschaden. Das sind die generischen, aber es gibt auch skillbasierte
Mods. Und die verändern entweder die Skills von der Klasse direkt, wie diese Skills funktionieren, welche Auswirkungen sie haben oder wie stark sie sind. Und es gibt Skill-Mods, die geben einem Skills von einer anderen Klasse, die diese Klasse, die man spielt, eigentlich sonst gar nicht hätte. Ja, das heißt, der Pyromant zum Beispiel könnte durch einen gewissen Umstand für kurze Zeit einen Skill erhalten, den normalerweise nur der Devastator, also der Verwüster, hat. Da ist das Beispiel, das große Beispiel, diese Steinhaut, die er dann für ein paar Sekunden bekommt und ziemlich viel Schaden absorbieren kann dadurch. Das heißt, Mods verändern extrem viel. Und wenn wir einen Gegenstand finden, ist es ja oft in anderen Looter-Shootern so, dass wir sagen, ja komm, das habe ich das Item schon wieder gefunden, ja, oder die legendäre Waffe habe ich schon, oder solche Sachen einfach, wo man eigentlich nur die Waffe oder die Ausrüstung an sich betrachtet. Bei Outriders ist es so konzipiert, dass man nicht nur die Waffe an sich betrachtet, sondern auch die Mods, die diese Waffe enthält. Denn wenn wir sagen, wir haben die Waffe zum Beispiel schon, dann und wir finden beispielsweise die gleiche legendäre Waffe nochmal, dann könnten wir zum Beispiel sagen, ja, ich habe die Waffe, die Waffe möchte ich auch in meinem Arsenal behalten, aber da ich sie doppelt habe, kann ich die doppelte Waffe auseinanderbauen und bekomme die Mods von dieser Waffe. Und diese Mods sind bei den legendären Waffen sehr speziell. Und das macht ja einen gewaltigen Unterschied, wenn man dran denkt, denn man könnte die Mod von der legendären Waffe in eine andere legendäre Waffe einbauen oder in auch eine ganz normale Waffe einbauen und so weiter und so fort. Und wenn man das mal durchspielt, was das für eine Rolle spielt für den gesamten Loop von diesem Spiel, ja, und für diesen ganzen Loot in diesem Spiel, dann müsste man doch auf die Erkenntnis kommen, dass Outriders hier doch ein bisschen andere Ziele verfolgt und auch Elemente hat, die es einzigartig machen. Denn vielleicht gibt es Spiele, die das ähnlich handeln. Ich kenne aber keins im Looter-Shooter-Genre zumindest, was mir jetzt sofort in den Kopf schießt. Ja, das sind jetzt schon mal die Punkte. Ja, dann der nächste Punkt war jener mit dem Square Enix-Vergleich. Wer sagt denn bitte, dass nur weil Square Enix etwas published, dass es dann automatisch schlecht ist? Mich wundert, dass es immer noch Game-YouTube-Content-Creator gibt, die den Unterschied zwischen Entwickler und Publisher nicht verstanden haben. Square Enix hat nichts damit zu tun, wie Outriders ist als Spiel. Also normalerweise hat ein Publisher damit zu tun, wie das Spiel vertrieben wird, wo es vertrieben wird und digital, physisch, in welchen Ländern, die Übersetzung dazu vielleicht auch noch, managen sie auch noch was. Sie managen, wie das Spiel verfügbar wird für die Leute. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, wenn ein Spiel natürlich Microtransactions hat, wenn ein Spiel ein Live-Service-Game ist, wie zum Beispiel Anthem, dann haben Publisher mitzureden, wie die Ingame-Shops gestaltet sind, welche Items dort angeboten werden, zu welchem Preis, welche Incentivierungen da drin enthalten sind, um die Spieler auch zum Kaufen zu bewegen von solchen virtuellen Items, um solche Mikrotransaktionen in Gang zu bringen. Das kann gut sein, dass die Publisher da vertraglich Rechte besitzen, um Einfluss darauf zu nehmen. Der Punkt jetzt bei Outriders ist allerdings der, dass Outriders ein volles, fertiges Spiel ist, wenn wir es bekommen. Ja, es ist kein Live-Service-Game, sondern es wird DLCs haben, ähnlich wie ein Remnant from the Ashes, falls ihr das kennt und gespielt habt. Und das ist ja ein ziemlich guter, großer Erfolg geworden, der auf Steam mega viele gute Bewertungen bekommen hat auch. Und wir wollen ja, wenn das Spiel gut ist, auch mehr DLC-Content haben, denke ich mal. Und ich denke, wenn man das Spiel jetzt von Anfang an schon so schlecht redet und in so eine Ecke stellt, was ich für ungerechtfertigt halte, angesichts der großen Punkte, die man jetzt schon sehen kann, da muss man es ja nicht gespielt haben. Das, was ich euch erzählt habe, das muss man nicht gespielt haben, um zu merken, dass Outriders da versucht, was anderes zu machen. Aber dem Outriders ist davor auch schon vor dem Release schon abzusprechen, finde ich halt einfach nicht so ganz fair. Und deswegen mache ich das Video, um das ein bisschen gerade zu rücken. Und auf jeden Fall hat ja Square Enix in diesem Sinne damit gar nichts zu tun. Es ist nur die Frage,
dass Square Enix dieses Spiel verfügbar macht für die Leute und dass es dann zum Release-Tag auch da ist für die Leute. Von mir aus auch, dass die Server parat sind. Ich weiß nicht, wie viel die damit zu reden haben und da handeln und managen. Ja? Aber mit der Spieleentwicklung an sich hat ja Square Enix nichts am Hut. Das kommt von People Can Fly und People Can Fly haben zum Beispiel Gears of War gemacht. Und ich glaube nicht, dass Gears of War so viele Teile hätte, wenn es so mega scheiße gewesen wäre. Ja? Also finde ich es ungerechtfertigt zu sagen, dass der Publisher irgendwie was damit zu tun hat, jetzt in dem Fall. Ja. So, was haben wir denn jetzt noch an Punkten? Der wichtige, ebenfalls sehr wichtige und entscheidende Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ich glaube, das ist auch fast der letzte Punkt, ist das Endgame. Wir haben uns schon damit beschäftigt. Also wir haben jetzt die Heilmechanik besprochen, wir haben das Klassendesign besprochen, wir haben die Modifikationen besprochen und was für einen Loop dieses Spiel nehmen könnte durch diesen Twist, sag ich mal. Aber jetzt geht es auch noch darum, wie ist das Endgame konzipiert. Und das ist ja wohl auch ein krasses Unterscheidungsmerkmal. So vielen Looter-Shootern, da erwähne ich jetzt Godfall und da erwähne ich Anthem, ja, dass sie Content recycelt haben. Und Remnant from the Ashes hat ebenfalls Content recycelt ohne Ende. Remnant from the Ashes habe ich mega viel Spaß gehabt. Wirklich keine Kritik an dem Spiel. Ich hatte mega viel Spaß, bin mega zufrieden mit dem Kauf und bereue es auf keinen Fall. Wirklich eine super tolle Erfahrung. Aber Fakt ist, der Content wurde recycelt. Godfall recycelt den Content ebenfalls. Und letztendlich tut es in Division auch irgendwo. Ne? Bei Outriders ist es so, dass im Endgame jetzt schon 14 Missionen warten, die in einem anderen Gebiet spielen. Ja, das sind neue Zonen, die wir entdecken. Und das ist nicht alles. Es gibt auch Monster mit anderen Mechaniken, beziehungsweise Feinde mit anderen Mechaniken, die es im Story-Modus bisher noch nicht gab. Das heißt, wir erleben hier nicht die gleichen Feinde mit den gleichen Verhaltensweisen, sondern wir erleben auch hier im Kampfgeschehen etwas Neues im Endgame. Abseits davon, dass wir neue Zonen entdecken, ja. Das heißt, ihr spielt nicht die Story einfach nochmal auf einem anderen Schwierigkeitsgrad oder in einem anderen Modus irgendwie, ja, sondern das sind neue Zonen, neue Monster oder zumindest neue Mechaniken, auf die ihr treffen werdet. Und es macht auch einen Unterschied, was den Loot angeht. Wenn ihr hier jetzt zum Beispiel Monster tötet und sie lassen sowas droppen wie hier gerade, könnt ihr das direkt aufsammeln. Im Endgame ist es aber so, dass ihr den Loot erst bekommt, wenn ihr die Mission geschafft habt. Ja, das heißt, ihr müsst erstmal da durch. Ihr müsst euch erstmal beweisen und ihr müsst die gewissen wichtigen kritischen Punkte überwinden, um an Loot zu kommen. Meines Wissens gibt es da verschiedene abgestufte, wie soll ich sagen, so Zwischenpunkte, die man erreichen muss, damit man den Loot bekommt. Nämlich zum Beispiel auch, wenn man einen Teil von der Mission gespielt hat, aber dann weg muss, zum Beispiel offline gehen muss, dann kriegt man trotzdem einen Teil von dem Loot. So habe ich das mitbekommen aus einem Q&A mal. Ich frage mich aber leider nicht mehr gerade, wo das steht. Auf jeden Fall müsst ihr euch hier beweisen und ihr kommt nicht einfach so, ja, Klick und ihr habt den ganzen Loot und den ganzen wertvollen Loot. Gleiches gilt auch für das World Tier oben, was ihr in der Mitte vom Bildschirm gerade seht. Ihr seht, es gibt hier World Tier Stufe 3, aber damit man World Tier Stufe 4 zum Beispiel spielen kann, muss man erst diese gelbe Leiste voll machen. Das ist wie eine Erfahrungsleiste, die man füllen muss. Wenn man stirbt, wird diese gelbe Erfahrungsleiste wieder ein Stück zurückgehen. Das heißt, ihr könnt nur in den Schwierigkeitsgrad hoch, den ihr euch auch verdient habt. Und das ist auch zum Beispiel ein Unterschied von der Herangehensweise zu anderen Looter-Shootern, ja? Und ich finde den ziemlich gut. Man kriegt nämlich Belohnungen, wenn man ein World Tier aufsteigt, hat da auch Achievements, die man erfüllen kann. Und bekommt natürlich, wenn man im höheren World Tier spielt, auch besseren Loot. Das heißt hier, die Motivationsspirale ist da, die Klassenvielfalt ist da, die Endgame-Variation, Variabilität quasi ist da. Und ich frage mich einfach, warum man jetzt nur um irgendwie eine künstliche Effekthascherei inszenieren zu wollen, dann als YouTube-Gaming-Content-Creator solche
Videos raushaut und das Spiel irgendwie ständig einfach nur oberflächlich mit einem Destiny oder irgendeinem anderen Looter-Shooter vergleicht, aber eigentlich gar keine klaren Anhaltspunkte dafür liefert, beziehungsweise auch sich wohl gar nicht mit den Details beschäftigt hat und das einfach mal so behauptet. Ich finde, das ist nicht gut und ich finde, man tut dem Spiel einfach damit Unrecht. Ich finde es in Ordnung und ich finde es gut, dass man kritisch ist und nicht einfach so sein Geld raushaut und sagt, hey, hier, nimm meine Kohle, wird schon gut sein. Ich verstehe, dass ihr kritisch seid und ich bin ja auch kritisch. Aber bei Outriders habe ich nach langer Zeit, mit der ich jetzt mich beschäftigt habe, mit den ganzen Videos und den Details, für mich klingt das wirklich sehr vielversprechend und es ist ein Ausnahmetitel, wo ich zu mir gesagt habe, okay, hier mache ich wieder eine Vorbestellung und hier baue ich eine Community zu auf OutridersFans.net, weil ich dran glaube, dass das Spiel ein Überraschungserfolg wird. Und wir werden sehr bald sehen, ob diese Annahme auch stimmt. Ansonsten, wenn ihr Zweifler seid und so, dann schaut einfach die Streams an, schaut dann die Let's Plays an. Von mir gibt's mit Sicherheit auch was dazu zu sehen, dann im späteren Verlauf, wenn Outriders draußen ist. Und dann macht euch euer Bild und gebt dem Spiel eine Chance, wenn ihr es gut findet, was ihr da gesehen habt. Und möglichst schnell auch, wenn ihr es gesehen habt, weil sonst kommt kein DLC oder kommen nicht viele DLCs. Ja? Und mich würde wirklich persönlich sehr freuen, dass das Spiel weiterlebt. Und ja, ansonsten lasst mal überraschen, was jetzt noch kommt bis zum Release. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ein Abo da lasst, ein Like da lasst oder das Video auch teilt. Macht es gut, bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.